Was geht und willkommen zurück zu Sons of the Forest, während ich hier genüsslich was trinke. Heiße ich euch willkommen zu einer weiteren Folge. In der letzten Folge haben wir ein bisschen über das Update gesprochen, was dazugekommen ist, was geil ist, was nicht so geil ist. Und ja, in der Folge machen wir ein bisschen weiter. Wir haben ja hier angefangen, unsere Hütte so ein bisschen aufzuwerten. Hier oben hoffe ich, dass die nicht durchklettern können, die Ureinwohner. Deswegen mache ich erstmal so weiter. Müssen wir natürlich beobachten, sobald die nächsten kommen. In der letzten Folge hatten wir so einen ganz ekligen Kannibal oder Mutant. Ich hatte tatsächlich dann mal im Internet geschaut. Also es scheint, also der Mutant, den wir in der letzten Folge hatten, war wohl ein Dämon, wenn ich das richtig gelesen habe. Keine Ahnung, mag sein. Fand ich jetzt nicht so stark, dass man ihn Dämon nennen sollte. Also gut, wir waren noch auf unserer Base, da waren wir eigentlich ganz gut geschützt. Und diese Dämons können, so wie es aussieht, gar nicht klettern. Also die sind wirklich rein Nahkampf wahrscheinlich ausgelegt. Gehe ich mal stark von aus. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe mich auf Distanz gehalten. Wir holen mal uns ein paar Logs, wie gehabt. Calvin, sagen wir auf jeden Fall, dass wir uns auch... Ja, das macht jetzt keinen Sinn, Ihnen das zu sagen, ne? Weil dann, ich weiß nicht, wohin er mir das schleppt. So. Weil durch das neue Update, ich habe es ja in der letzten Folge schon erwähnt, eins der geilsten Features, die dazugekommen sind. Calvin kann jetzt 2 Loks schleppen. Das freut mich ungemein. Ich hoffe, der wird da, wie gesagt, dadurch effizienter. Ich habe auch mal im Internet geschaut, das Lokslet. Also der Stammschlitten, Holzstammschlitten, also mit dem man Stämme leichter transportieren kann, den es auch in The Forest gab. Der ist tatsächlich nicht durch ein Update mit reingekommen. Es wurde nur erwähnt in den Patchlogs, das habe ich ja gesagt. Und es soll aber in zukünftigen Updates auf jeden Fall reinkommen. Der ist wohl fast da. Und ich denke mal, vielleicht sogar im nächsten sogar schon. Gehe ich mal eigentlich sogar stark von aus, also jetzt so in knapp 2,5 Wochen. So. Knollenblätterpilz, okay. Weiß ich gar nicht, ob ich den schon habe. Okay, da oben Hubschrauber, da wollte ich mal eigentlich schauen, ob die Truhen, oder die Truhen sage ich schon, die Kisten und Container da wieder verschlossen ist. Ich habe nämlich das Gefühl, dass nachdem man lädt, diese Sachen trotzdem wieder verschlossen sind oder lootbar sind, sagen wir es mal lieber so. So, wieso kann ich das hier nicht aufbäumeln? Was, wenn ich das hier so drauf mache? Macht ja keinen Sinn, ne? Wir lassen mal kurz die Hölzer da. Ich hoffe, die fliegen mir nicht weg. Habe ich das richtig so gemacht? Ja, ne? Das muss ja hier eigentlich nur einmal aufgebäumt werden. So, ne? Aber irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Doch, jetzt. Okay, sehr gut. Perfekt. Das einmal hier. Wunderbar. Und das einmal so. Toll. Sehr, sehr geil. Es nimmt auf jeden Fall Gestalt an. Auf jeden Fall nochmal. Calvin, ich weiß gar nicht, was der aktuell macht. Wie gesagt, der soll mir ja Blocks holen, aber wenn ich ihm das da beauftrage, dann ich weiß nicht, wo er mir die hinbringt. Ja, wir sagen mal, folge mir. Wir bringen ihn mal ganz kurz in die Nähe der Behälter. Und ich würde gerne hier auch ein paar Spießsperrfallen aufbauen. Weil ich gemerkt habe in der letzten Folge, hier sind sie einfach ungeschadet gegen meine Mauern gekommen. Die Kannibalen, Ureinwohner und auch Mutanten. Oh. So. Ich denke, das sollte ausreichen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich von hier überhaupt rankomme.
Zack. So nicht. Ja, so komme ich auch noch ran, Gott sei Dank. So allerdings leider nicht mehr. Ja, so, aber ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Machen wir es mal einfach. Zack. Und den würde ich gerne... Ja, da kommen wir leider nicht ran. Das heißt, den müssen wir ein bisschen weiter weg platzieren. Machen wir es mal hier so. Dann sollte es doch klappen, oder? Ja. Perfekt. Dann noch einmal mit Stein befestigen. Wunderbar. Ein paar fehlen mir noch. Da ist ein Stein. Perfekt, dann sind die Steine jetzt auch drumherum gebastelt. Jetzt wollen wir Kevin nur noch einmal kurz beauftragen, dass er uns Stämme holen soll und die bitte in Behälter packen soll. Ja. Perfekt, und wir holen weiter auch Stämme. Ich guck mal fix hier oben im Hubschrauber. Ja, die Container sind tatsächlich wieder zu. Also wir können ja wirklich... looten, bis uns schlecht wird. Der geht uns hier anscheinend nicht aus. Keine Ahnung, wieso das so ist. Also ist mit Sicherheit ein Bug. Was anderes. Und hier haben wir tatsächlich wieder einen Lederanzug. Den haben wir ja eigentlich schon. Und wieder sehr, sehr viele Granaten. Können wir denn eigentlich Kelvin einen Lederanzug geben? Würde bestimmt auch lustig aussehen, oder? Kelvin mit Lederanzug, jawohl. Ja. Oh, alter Schwede. Erschreck mich doch nicht. Virginia, ey. Stellt sich nicht einfach auf den Stein über mich. Kann man den hier eigentlich auch abholzen? Ja, bringen aber nur Blätter. Okay, dann einmal die mitnehmen. Und da hinten ist Kelvin und yo, das sieht, er nimmt tatsächlich zwei Loks. Wie geil ist das denn? Mann, das freut mich wirklich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mich jetzt aktuell mehr Mutanten angreifen als Ureinwohner. Kann mich da aber auch irren, aber ich so leicht das Gefühl, dass es so ist. So. Einmal das. Perfekt. Das einmal so. Und das einmal so. Wunderbar. Hier, das lassen wir auf jeden Fall frei. Wie gesagt, dann können wir da immer mit einem Bogen durchschießen. Vielleicht nicht alle. Ich muss mal gucken, ob man hier überhaupt auch irgendwie so kleine Loks platzieren kann als Wand. Muss ich mir mal anschauen, ob das überhaupt funktioniert. Ich kann es mir aber vorstellen. So, die haben wir, die Reihe. Hier ist, glaube ich, noch nicht so wichtig, weil da, glaube ich, noch keine Ureinwohner lang können. Ich denke mal, hier wird erstmal am wichtigsten sein. Ich muss hier auf jeden Fall einmal auf jeden Fall zerhacken, damit wir schon mal die Basis haben. Wo ist das Lock hin? Einfach verschwunden. Na, tolle Wurst. Okay, das platzieren wir mal so. Dann. Ist das richtig, wie wir das gemacht haben? Ja, ne? Das wollen wir eigentlich anlehnen. So eigentlich nicht. Ich glaube, wir brauchen noch ein anderes Lock. Kelvin macht Pause, sehr gut. Sei ihm gegönnt.
nicht mal schauen. Genau, einen platzieren wir so, das ist korrekt. Und den so, ja. Und dann können wir so weitermachen. Perfekt. Den, ja, der ist zu... Wobei, nee, doch, den wollten wir doch so, ne? Genau. Das sollte passen. Und dann kommt hier oben ein Lager hin. Ja, nimmt alles, wie gesagt, Gestalt an. Ich will mich jetzt aber die nächsten Folgen nicht nur aufs Bauen konzentrieren. Ich will natürlich auch irgendwann mal so ein bisschen die Map erkunden weiter. Weil es gibt ja, wie gesagt, ein paar neue Sachen. Es gibt ja, es ist ein Action-Cam. Es gibt ein paar Tapes, die man finden kann, damit man schauen kann, was da gibt. Ich würde auch gerne mal so ein Ureinwohner-Camp, ja, zerstören. So blöd es klingt, aber ich will es angreifen. Und ich habe ja echt viele Granaten und C4-Ladungen. Also eigentlich sollten wir das doch irgendwie hinkriegen, bin ich der Meinung. Vielleicht sollten wir das wirklich in einer Folge mal angehen. Ich habe auch tatsächlich, glaube ich, irgendwo noch Mutantenrüstung. Ja, tatsächlich zweimal sogar. Dreimal sogar noch. Ne, zweimal. Können wir natürlich alle tragen. Schadet ja auf jeden Fall nicht. Und oh, schaut euch das mal an, wie viel Loks uns Calvin gebracht hat. Wie geil ist das denn? Scheint auf jeden Fall jetzt wesentlich effizienter zu sein. Und da haben wir wieder welche. Jo, das sind wieder diese Dämonen. Da machen wir auf jeden Fall mal die Schotten dicht. Alter, ich hab's ja gesagt, irgendwie gefühlt mehr Mutanten. Oh nee. Und da eins, zwei, drei. Die kommen halt immer mit mehreren, ne? Das ist so das Doofe. So, wir machen hier auf jeden Fall mal dicht. So, da müssen wir mal schauen. Ich hoffe, wir haben noch genug Pfeile. Die können aber Gott sei Dank nicht springen. Die sind halt hier, ja, ich sag mal so, gefangen, ne? Jetzt haben wir halt ein Problem, jetzt können wir hier nicht runterschießen. Ha, haben wir uns hier selber eine Einschränkung gebaut. Okay, da unten haben wir Gott sei Dank auch Speerfallen. Ja, okay. Wir schießen auf jeden Fall hier gegen die die Loks. Können wir aber hier Gott sei Dank aufsammeln. Wir brauchen hier, vielleicht können wir hier irgendwie eine Treppe machen und hier irgendwie so einen Aussichtspunkt bauen irgendwann, weil hier, das gefällt mir irgendwie so nicht so ganz. Sind da welche schon gestorben? Oh, der ist irgendwie erhöht. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich nur ein Bug. Okay, Virginia ist draußen. Und da hinten kommen noch mehr. Alter Schwede, wie viel kommen denn von denen? Ist ja mal übel scheiße. Okay, der eine ist, glaube ich, tot. Oder ist gerade am krepieren, keine Ahnung. Virginia geht zu dem hin, sehr gut. An dieser Seite ist niemand. Eigentlich können wir die so lassen, ne? Die tönen sich eigentlich schon von selbst, habe ich das Gefühl. Durch die Sperrfallen. Können natürlich so ein bisschen Abhilfe schaffen. Der da hinten, der wartet noch. Oh, perfekt. Headshot. Also die halten schon ein bisschen mehr aus. Aber das Gute ist halt wirklich, dass sie... Oh, ich bin hier fast runtergefallen, dann wär's das mit mir gewesen. Oh. Ach, im Wasser krepieren die, oder was? Schaut mal, der... Ach, tatsächlich, im Wasser krepieren die? Mögen die kein Wasser? Wie geil ist das? Der ist ins Wasser gelaufen und ist dann ersoffen. Wie geil ist das denn? Calvin? Von wo hat er das Lock? Aber irgendwo müssten noch welche sein. Oder sind die alle tot jetzt? Ich habe von hier leider keinen guten Blick. Nein, das wollte ich nicht wegmachen. Den einzelnen können wir hier tatsächlich nicht wegmachen. Schade. Wir gehen mal kurz hoch. Da haben wir eine bessere Sicht. Okay, Virginia wird, glaube ich, angegriffen. Da ist jetzt einer. Ja, wir haben uns da so eine kleine Einschränkung gebaut. Das ist nicht so geil. Können wir von hier aus eigentlich mit... Oh, shit. Jetzt kommt er durch.
Nicht so geil. Jetzt sind da sogar mehrere. Ich hoffe, die kommen hier nicht hoch, weil dann habe ich ein ganz großes Problem. Okay, jetzt muss ich, jetzt oder nie. Ich glaube, das waren noch die letzten, ne? Alter, die haben mir alles kaputt gemacht. Ich war gerade richtig baff. Erstmal die ganzen Pfeile auf jeden Fall einsammeln. Ja, die können wir ja mal aufschlitzen. Also, wenn jetzt wirklich jeden Tag nur noch diese Viecher kommen, dann habe ich echt ein Problem, ne? Und irgendwann wird es nicht gut gehen. Ich hoffe, ich kann mir hier meine ganzen Pfeile einsammeln. Okay, das funktioniert. Alter, der hat mir... Und er sammelt die Loks einfach ein. Wie geil ist das denn? Okay, ich glaube, ich habe soweit alle Pfeile. Also wir müssen hier auf jeden Fall wieder zumachen. Alter, der hat mir alles kaputt gemacht, ne? Oh nein, ey. Mal gucken, wie ich das hier gemacht habe. Ich glaube, so, ne? Ja. Oh shit, oh shit. Naja gut, das gehört halt dazu, ne? Hier ist auf jeden Fall, sind Loks kaputt. Das können wir auf jeden Fall reparieren mit dem Reparaturtool, welches wir haben. Jetzt hat die Frage, welches? Müssen wir mal gucken. Wir haben ja hier ein Reparaturtool gecraftet. So vielleicht? Ah, okay. Cool, cool, cool. Mal gucken, was hier alles kaputt gemacht worden ist. Ja. Keine Ahnung, ob das so richtig ist, was ich mache, aber boah, machen wir einfach mal. Wird ja nicht wirklich angezeigt, was kaputt ist. Okay, wir holen uns mal die Loks wieder. Die brauchen wir. Ist ja nett von ihm, dass er die wegpackt, aber ja, die brauche ich tatsächlich. Okay, das ist kaputt. Das können wir hier vielleicht auch einmal reparieren. Was auch immer jetzt kaputt war. Ja, genau. Okay, dann haben wir das wieder fertig. Oder? Ja. Okay, alter Schwede, alter Schwede. So, ich glaube... So, gucken, hier oben müssen wir jetzt zumachen. Jawohl, die Tür ist halt leider auch kaputt. Und die Dächer, ne? Ah, schade, schade, schade. Die Dächer sind auch kaputt gegangen. Ja, ich... Oh nein, da kommen schon die nächsten, oder was? Darf doch nicht wahr sein. Also, man hat echt keine Ruhe. Erstmal diese scheiß Mutanten. Und jetzt kommen auch noch die Ureinwohner, oder was? Unfassbar, ey. Okay, das geht irgendwie auch nicht. Alter, er nimmt sich die Loks von oben, oder was? Was ist das denn? Was ist denn das hier? Ach so, okay. Was auch immer das bringt. Wieso können wir das... Wo bringt denn der eigentlich die Loks hin? Der kommt doch gar nicht raus. Oder wie? Ach, ach, Calvin. Ist er eigentlich wieder weg? Oh, er ist weg. Okay, sehr gut. Machen trotzdem die Tür zu. Warum können wir das hier nicht platzieren? Ah, Calvin, der nimmt sich die gleich wieder nicht. Ich mach das mal kurz so. Irgendwas ist hier kaputt. Irgendwas funktioniert.
Haben wir da jetzt zwei Stämme platziert? Ob das richtig ist, keine Ahnung, aber irgendwas funktioniert hier irgendwie nicht. Hä, hier jetzt auch nicht? Ey, sag nicht, dass das jetzt hier alles... Okay. Hier geht's, aber da irgendwie nicht, komischerweise. Irgendwas scheint hier kaputt zu sein. Gucken wir mal, das irgendwie nochmal neu platzieren. Ah, okay, jetzt doch, jetzt funktioniert es wieder. Okay. Irgendwie hat sich das falsch platziert. Okay, da steht schon wieder der nächste. Wir machen das hier aber einmal fix fertig wieder. Nee, so nicht. So. Nein! Okay, da will ich jetzt aber nicht. Wo ist denn der Fette jetzt? Ist er wieder draufgegangen von alleine? Das wäre natürlich geil. Können wir ja mal fix schauen. Als ob der draufgegangen ist. Hä, wo ist denn der? Der stand doch gerade hier vorne. Ach, da oben ist er. Der hat... Okay, lass mich in Ruhe. Ja, kann sein, dass wenn ich die auch in Ruhe lasse, dass die dann irgendwann weggehen. Wäre natürlich ganz cool. Machen trotzdem die Sicherheit, die Tür zur Sicherheit zu. So, hier müssen wir auch noch zumachen. Ah, nee, das ist ja die Tür. Ja. Okay, dann machen wir hier mal wieder. Ja, wobei. Ja, komm. Machen wir es mal. Nehmen wir einmal. Da machen wir dann wieder eine Tür irgendwann. Ja, ich glaube aber eher so rum, ne? Ja. Nein. Geht das nicht andersrum? Ja, okay, so rum ist richtig. Oh Mann, okay. Noch mehr Loks brauchen wir. Mal die Tür mal wieder zu. Wunderbar. Und hier machen wir auf jeden Fall wieder zu. Okay, krass, krass, krass. Ja, dass die meine Basen zerstören, ist natürlich nicht so geil. Ich würde an der Stelle sagen, mache ich erstmal wieder einen Cut. Ja, hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.